Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, hier seht ihr die Musa Basio. Die kennt ihr ja mit Sicherheit schon. Die steht bei mir im Garten, ist ausgepflanzt und unfassbarerweise ist die gerade mal ein Jahr alt. Also die habe ich letztes Jahr, ich glaube, im April oder im Mai ausgepflanzt und damals war die so groß wie die hier. Ja, also so habe ich die gekauft. Gut, beim Einpflanzen, da war sie vielleicht noch ja, so einen halben Meter groß, also etwas höher wie die hier. Und ja, das ist aus ihr geworden. Der Hammer, also die ist ungefähr 4,50 Meter hoch, würde ich sagen. Ja, 4 Meter hoch. Und es war eine einzelne Pflanze. Das ist der Hauptstamm hier. Ich zoome mal noch mal raus, ich glaube, das war besser. Genau, ich hoffe, den erkennt man hier unten. Und dann hat er lauter Kindel bekommen. Das heißt, hier Neuaustriebe von unten, so vermehrt sich die Banane. Und ja, letztes Jahr waren die noch so daumendick und jetzt sind das richtige Brummer geworden. Ich habe jetzt nicht alle gezählt, aber ich denke so 7 oder 8 richtig große sind das. Und wenn man hier mal genau schaut, dann kommen hier zwischendurch auch schon wieder die dritte Generation sozusagen. Und das ist der Hammer. Also die macht wirklich sehr viel Freude. Da kann man wöchentlich zuschauen, was die an Wachstum zulegt. Die ist leider nicht winterhart. Was winterhart ist, ist das Rhizom. Das sind einfach die Wurzeln, die im Boden sind. Aber die Banane, also die Blätter und der Stamm, der ist nicht winterhart. Den muss man leider kappen komplett und einpacken. Da mache ich noch ein separates Video. Habe ich aber letztes Jahr auch schon gemacht. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das mal an. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Garten habt, einen Balkon, die Musa Basio, die ist wirklich eine super Pflanze, wächst sehr schnell, ultra pflegeleicht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann rein in die Kommentarbox. Das war nun ein kurzes Update-Video, wie ich die kappe und wie ich die einpflanze. Das zeige ich euch noch. Ja, herrlich mit dem Wind gerade. Ein kleines Stürmchen macht der Musa Basio aber überhaupt nichts aus. Also das ist wahrscheinlich die letzte Pflanze, die hier umkrachen wird, weil die ist wirklich massiv stabil. Und hier in den Pflanzen verbundet sind das jetzt um die 8, 9 Pflanzen. Die schützen sich ein bisschen gegenseitig. Was nicht ganz so schön ist, sind die Blätter oben. Ja, die zerreißt so ein bisschen. Aber ansonsten ist das wirklich eine traumhaft schöne Pflanze.